Hi Freunde, was geht ab? Ich bin's Christos und heute stehe ich hier mal wieder in meiner Küche. Und ihr wisst, was es heißt, heute gibt's mal wieder ein Backvideo von mir. Ja, was heißt mal wieder, schon wieder. Und ich mache jetzt keine Plätzchen, ich mache auch keinen Lebkuchenhaus, so wie die letzten Jahre, sondern heute mache ich mit euch Reindeer Muffins. Ich glaube, das heißt so, oder? Ja, würde ich sagen. Was ihr dafür braucht, ist ganz einfach. Wir brauchen zum einen eine Backmischung, und zwar von Muffins. Alter, yo, ist okay. Eine Muffin-Backmischung, das geht halt ganz easy und ganz einfach dann damit. Dann brauchen wir noch Toffifees, um einfach dann die ganzen Viecher bauen zu können. Dann brauchen wir noch Zuckeraugen. Ihr könnt auch irgendwelche andere Sachen benutzen. Ich habe mich halt für solche Zuckeraugen entschieden, weil die einfach dann richtig cool aussehen auf den ganzen Muffins. Dann brauchen wir noch Muffin-Förmchen natürlich. Das sind zwar schon welche dabei, aber ich fand solche für Weihnachten cooler, deswegen die noch. Die Verzierung ist natürlich alles, deswegen brauchen wir auch noch Smarties, weil ohne die Smarties haben die Reindeers keine Nasen, deswegen Smarties. Natürlich, Hörner brauchen die Viecher auch und deswegen noch Pommes, oder? Deswegen noch so Mini-Brezeln, das sind die hier. Dann brauchen wir noch eine Schokoglasur, um das Ganze so farblich anzupassen, das ist die hier. Zu guter Letzt brauchen wir für die Backmischung noch zwei Eier. Oh mein Gott, das wird jetzt richtig risky. Da, diese zwei Eier brauchen wir noch dazu. Und jetzt denkt ihr euch natürlich, hä, Christos, wie fliegen dir die Sachen einfach ins Bild? Natürlich mache ich es heute nicht alleine, sondern ich mache es mit meiner Schwester mal wieder. Hi, herzlich willkommen wieder. Ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen, jetzt waren eher so andere Leute auf meinem Kanal. Meine Schwester ist aber fester Bestandteil des Kanals, damit ihr es wisst. Und nur wir zwei stehen hier in der Küche und deswegen viel Spaß jetzt beim Video. Also, Teig ganz easy erklärt. Fertig. Ganz easy erklärt, der Teig, alles steht hier hinten drauf. Wir machen die Packung einfach auf. Wow! Pretty! Bunte Muffinförmchen, die brauchen wir nicht. Choco. Chocos, Chips, irgendein Pulver und noch ein Pulver. Das ist so eine Duo-Backmischung und da gibt es einfach 6 helle und 6 braune Muffins. Perfekt für uns geeignet, weil ich mag keine Schokolade. Nicht so arg. Wir brauchen Backmischung, Eier, Speiseöl und Wasser. Bla 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 bla. Das heißt, es kommt diese ganze Backmischung rein. Dann die zwei Eier brauchen wir, die kommen auch damit rein. Eins. Ups. Zwei. Ich brauche noch ein Handtuch. 75 Milliliter Wasser. Eigentlich müssen wir, glaube ich, Sonnenblume oder was? Ja, ist egal. Who cares? 100 Milliliter Olivenöl. Ciao, Leben, wie fertig sind die Dinger. Sagt. Eigentlich Speiseöl, aber bei uns Griechen ist es Speiseöl. Yo. Ja, wir machen es gleich mit der Maschine, aber ich verrühre es einfach mal so. Okay, da wir jetzt hier keine Steckdose haben, lassen wir das einfach und wir machen es mit der Hand, weil es ist einfach auch schon fertig. Schaut mal, wie gut das aussieht. Wir tun jetzt aber noch ein bisschen Vanillezucker rein, weil Olivenöl natürlich hat ein bisschen Eigengeschmack und man riecht es schon mega. Deswegen tun wir noch ein ganzes Päckchen einfach Vanillezucker rein. Für den Geschmack, you know. Sweet. Boah, wir brauchen doch noch mehr, das riecht richtig ölig. Das wird mal nicht schmecken. Doch. Guck mal, ob wir noch Vanilleextrakt haben. Riech mal, das riecht richtig nach Öl. Ja klar, riecht es so, aber da und das wird nachher auch so schmecken. Okay Freunde, ich hau jetzt hier lieber noch Vanillearoma rein, weil ich habe echt Schiss. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich tue einfach das Ganze rein, oder? Das riecht aber halt geil. Was noch? Wie schmeckt das? Probier mal. Schmeckt halt wie so eine Creme. Wie so eine Hautcreme. Wir sind so dumm. Wir haben hier eins Rührgerät und wir benutzen es nicht. Was geht bei dir eigentlich? Achso, die tut schon die Förmchen vorbereiten. Ihr habt ja schon gesehen, wie schön die geschmückt wurde. Mit zwei solchen Dingern. Ey, das Ding, das stinkt so nach Olivenöl. Das tönt mich richtig ab. Ohne Spaß. Boah. Also Freunde, nehmt einfach normales Öl, so wie es drin steht in der Verpackung. Dann tun wir jetzt den Teig hier in zwei... parieren halt. Nennt man trennen? Trennen, genau. Was willst du? Schmeckt da nicht. Ich bin schon noch Olivenöl. Wir müssen das echt retten und wir sind solche Dullis, wir kriegen nicht mal ein Fertigteig hin. Vanillezucker rein, tu noch Milch rein. Ich mache jetzt alles einfach so
Ja, ja. Dann tun wir noch Mehl aber rein. Aber mach nicht so viel Mehl. Ja, warte, lass mal so. So, und dann nimm du ein Stückchen und ich eins. Und dann machen wir es einfach so. Die müssen sowieso alle rein. Alle rein. Alter. Das wird nicht rausgehen, der Geschmack. Milch und Mehl. Oh, und Mehl auch noch, komm. Scheißegal, tu einfach weil drauf. Weil umso mehr, dann geht der Geschmack wieder weg. Denkst du? Ja. Soll ich noch mehr Schokolade reintun? Ja, okay. Ja, jetzt ist alles wieder safe. Das verschmacht, damit es nicht so eklig schmeckt. Ich glaube, das war nicht safe, aber... Oh, Freunde, schlimmster Fehler EU West. Nehmt bitte kein Olivenöl. Auch wenn ihr Griechen seid. Nein, lasst es einfach. Schade, dass ich wieder nichts machen darf. Ich fühle mich ja wie bei Jaja, Alter. Eine Rührkuchen aus Orangen. Aber der Teig sieht auch gut aus, oder? Mhm. So, die Muffins sind jetzt fertig und wir tun die jetzt rein. Also wenn ihr das laut Backanleitung 1:1 nachmacht, dann habt ihr Teig für 12 Muffins. Das haben wir jetzt auch. Aber wir haben halt noch Teig übrig für 61 Stück, keine Ahnung. Wir haben noch weißen Teig und braunen Teig, aber wir tun jetzt erstmal die in den Backofen rein und schauen dann, wir probieren natürlich gleich mal ein und gucken, wie das schmeckt, bevor wir die voll fertig verzieren und die zu Reindeers machen. Also, rein damit. Wow. That was very knapp. Was denkst du, warum niemand dich was machen lässt? Also Freunde, 25 Minuten sind jetzt vorbei. Die Muffins sehen meiner Meinung nach ziemlich süß aus, ziemlich gut aus und riechen sogar ziemlich lecker. Also riechen nicht mehr nach Olivenöl, finde ich. Also ich bin mal gespannt, wie die werden. Wir haben jetzt mittlerweile schon die Vollmilchglasur verflüssigt, heißt es so? Ja. Und die kommt jetzt auf die ganzen Muffins drauf. Das heißt, alle Muffins werden dann nochmal... Ich hab das Platz-Size. Freunde, wir haben es vollbracht. Schaut euch das mal an. Ey, wie cool sieht's aus, ohne Spaß. Gefällt mir richtig gut. Ich muss aber ehrlich sagen, es sieht echt aus wie Beeren, aber finde ich passt auch cool zu Weihnachten, oder? Ja. So schön winterlich, stellt euch vor, so eine Schneelandschaft, da rennt so ein Bär durch. Richtig nice. Ist mir egal, so Freunde. Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal den ganzen Spaß hier. Reindeer Cupcakes, Beer Cupcakes, ich weiß keine Ahnung, ich weiß nicht, wie wir die nennen sollen. Auf jeden Fall, ich nehme diesen hässlichen, weil ich habe das Auge ein paar Mal ablecken müssen, weil das mir leider falsch rum drauf geflogen ist auf die Schokolade. Okay. Auf jeden Fall sehen die jetzt so aus, sehen doch echt schnuckelig aus, oder? Also ganz ehrlich, kann man nichts sagen, aber es sieht halt einfach aus wie ein Bär, muss ich zugeben. Aber ist mir egal. Eins. Warte, das ist impossible, okay. Eins, zwei, drei. Ich bin raus. Ja, schmeckt auch nicht, aber ich habe auch Schoko. Wir kriegen es nicht mal hin, eine Backmischung zu machen. Zum Glück haben wir nicht den Teig selber gemacht, ganz ehrlich. Jawohl. Der Schokoteig geht, aber ich finde meins schmeckt richtig nach Olivenöl. Probier mal. Bitte, probier's mal. Mhm. Schmeckt nach Oliventeig. Oliventeig, ja. Nach Oliventeig schmeckt das einfach, ja. Nee. Ja. Also Freunde, ich muss sagen, die Muffins sind uns eigentlich ganz gut gelungen. Außer, dass wir halt das verkackt haben mit diesem blöden Olivenöl. Mir tut's leid dafür, aber ja. Aus Fehlern lernt man. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat natürlich. Macht es gerne mal nach und schickt uns dann ein Bild irgendwie auf Insta oder so. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und viel Spaß noch mit meinen weihnachtlichen Videos auf jeden Fall. Checkt auch noch meine Schwester auf Instagram und unsere letzten Videos. Ist schon eine Weile her. Checkt einfach mal alles ab, alles in die Infobox verlinkt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Haut rein und bis dann, Freunde. Ciao, ciao.